Wir haben dann entschieden, nach Luxemburg zu kommen. Und so sind wir auf den Weg gekommen. Und Nedda war damals 3 Jahre alt. Das war 1967. So schön, dass wir können heute das mal abholen. Aber es Raffi, mein Pop, meine Mama, meine Bumi und ich als Mädel von 3,5 Jahren. Sie führen 55 Jahre, letzten September waren 55 Jahre, 1967 auf Lützeburg gekommen. Aus dem Iran. Wie ist das, dass da damals auf Lützeburg kommt? Das war ja noch nicht so bekannt, wie heute ist das. Das hat eine Vorgeschichte. Mhm. Die Vorgeschichte ist, dass ich eigentlich in Deutschland mein Abitur gemacht habe, in Österreich Hüttenwesen, Stahl, Engineering gelernt habe. Und wie ich fertig war, ich habe auch dann auch dieses Fach eigentlich gewählt, um dem Land zu dienen, weil Iran ziemlich rückständig war und sollte Industrie entwickelt werden. Und die Mutter der Industrie war Hüttenwesen, also Stahlwesen. Mhm. Deswegen habe ich auch Stahl ausgewählt. Als ich fertig war, hatte ich auch ganz gute Zeugnisse und so. In Iran haben damals die Russen das erste Stahlwerk in Isfahan gebaut. Und die haben Ingenieure und Techniker angestellt. Ich habe mich angemeldet, wurde mit ganz offenen Armen eigentlich empfangen. Ich soll jetzt die entsprechenden Dokumente ausfüllen, damit die können mich anstellen. Ich bin nach zur Personalabteilung gegangen, habe die Dokumente ausgefüllt und abgegeben. Dann der Herr hat mich zurückgerufen, hat gesagt, Herr Raffi, ja, so wie Sie das Formular ausgefüllt haben, werden Sie nicht angestellt. Ich habe gesagt, wieso? Gerade Ihr Chef, Personalchef, hat mir gesagt, es ist eine Ehre für die Organisation, mich als erster Stahlingenieur hier zu engagieren. Als erster Stahlingenieur? Ja. Sie hatten keinen anderen iranischen Stahlingenieur? Nein, nein. Mhm. Und Sie sagen, es geht nicht. Er sagt, ja, Sie wissen aber warum. Ich sage, ja, was meinen Sie da? Ja, Sie wissen. Also schließlich, er wollte nicht ausdrücklich sagen. Schließlich habe ich gesagt, ist das die Religion? Ja, sagt er. Ja, dann habe ich gesagt, dann ist besser, dass Sie das Problem Ihrem Chef unterbreiten und sagen, was los ist. Ja, und dann hat er gesagt, ja, wenn Sie wollen, dann kann ich das machen. Dann ist er hochgegangen zum Personalchef, zurückgekommen, hat mir die Formulare gegeben, hat gesagt, ja, der Herr so und so bittet Sie noch einmal zu ihm zurückzugehen. Ich gehe doch zu ihm und er sagt wiederum mit ganzen Komplimenten, ich habe erklärt, wie sehr gerne wir Sie anstellen, aber es gibt nur eine ganz winzige Kleinigkeit, dass Sie beheben müssen, damit wir können Sie anstellen. Ich habe ja gesagt, ja, von dieser winzigen Kleinigkeit, die Sie sprechen, hat der Herr unten mir gesagt, das ist meine Religion, dass ich Bahai bin. Also, ja, ich habe gesagt, ja, was soll ich dann schreiben? Er hat gesagt, ja, Moslem, ich bin in einer Bahai-Familie aufgewachsen. Geboren und aufgewachsen. Man hat mir als erstes beigebracht, dass ich soll niemals lügen. Und ich habe in meinem Leben nie gelogen. Und jetzt kann ich natürlich auch nicht lügen. Und außerdem unterschreibe ich hier unter dem Dokument, dass alles, was die Angaben, die ich gemacht habe,
die sind Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wie kann ich das dann vertreten, wenn ich so eine glatte Lüge angebe? Sagt, ja, nicht, das ist keine Lüge, ich weiß, dass die beiden. Ja, dann hat er gesagt, wenn Sie sich nicht selber helfen wollen, können wir Sie auch nicht helfen. Also, dann habe ich gesagt, ja, ich muss sagen, in diesem Land Iran, seit Beginn der Baha'i-Geschichte, das war damals 125 Jahre, hat es über 20.000 Märtyrer gegeben. Das heißt, die Leute waren nicht willig, ihren Glauben zu verneinen, und deswegen wurden sie umgebracht. Und haben sie also praktisch das Leben und Blut geopfert. Sie sehen ein, dass wenn ich mal die Anstellung in ihrer Firma nicht akzeptiere, also mir nicht zugesagt wird, ist vis-à-vis von allen anderen Opfern, die die Leute gebracht haben, die 20.000 Märtyrer gebracht haben, ist eine winzige Kleinigkeit. Also ich kann das gerne machen, das Opfer bringen, also nicht zu akzeptieren. Nicht zu schreiben, okay. Nicht zu schreiben, Moslem. Und habe gesagt, ich bin dann gezwungen wieder, ich habe dieses Fach gewählt, um meinem Land zu dienen. Wenn aber mein Land meine Dienste nicht akzeptieren will, dann bin ich wieder gezwungen, Iran zu verlassen. Dann werde ich nach Europa gehen und dort arbeiten. Und ich weiß, dass da keine Hindernisse vorliegen. Das war in der Zeit vom 9-Jahres-Plan. Und Luxemburg war unter den Ländern eine der Länder, die Pioniere gebraucht haben für die Weiterbildung von der Baha'i-Gemeinschaft hier in Luxemburg. Damals gab es schon einen nationalen geistigen Rat mit 4 lokalen geistigen Räten. Frau Nazi Habibpour war damals in Teheran. Sie waren schon Pioniere hier in Luxemburg. Und wir haben sie getroffen und uns erkundigt über Luxemburg. Luxemburg, warum? Erstens wegen Dienst an der Baha'i-Geschichte, Baha'i-Gemeinschaft, und zweitens auch, weil ich Stahlingenieur war und Luxemburg ein wichtiges Stahlproduzent war, ein wichtiges Stahlproduzentland war. Und außerdem, Luxemburg sprach nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Und meine Frau wollte an sich, die ganze Zeit, wo wir auch verheiratet waren in Österreich, sie wollte kein Deutsch lernen, hatte Deutsch nicht gern. Dann haben wir gedacht, also ich muss, weil ich meine Hauptsprache Deutsch ist, in ein deutschsprachiges Land gehen. Und deswegen Luxemburg ist für mich deswegen ideal. Und meine Frau kann auch Französisch lernen. Wir haben dann entschieden, nach Luxemburg zu kommen. Und so sind wir auf den Weg gekommen. Und Neda war damals 3 Jahre. Das war 1967. So, du bist auch wie alles. Ja. Und natürlich, wir sind mit Kind und Kegel hierher gekommen. Und haben dann auch müssen einen Ortschaft suchen, wo wir dann gelebt haben und so weiter, sind dann nach Walferdanj gekommen. Und dann sind wir nach Berdanj in Cité Grand Jean gewandert. Und dann natürlich, ich habe mich beworben bei der Arbeit. Arbeit hat damals mir keine Stellung zugesagt. Wir haben mir geschrieben, wir sind momentan in einer Flautezeit von Stahl und Kohle
und stellen keine neuen Ingenieure an. Und interessanterweise haben sie noch den einen Satz dazu gefügt, dass außerdem wir stellen als Neueinstellung nur Kinder von unseren Angestellten und Arbeitern. Und das war nicht unbedingt. Damals waren als amerikanische Pioniere in Luxemburg, Bahai-Pioniere, Familie South, Harald und Jean South. Und Jean South hat mir gesagt, du kannst an Goodyear Rubber and Tire Company schreiben, die stellen neue Leute an und vielleicht hast du dort eine Chance anzukommen. Dann habe ich dort hingeschrieben und wurde direkt nach 2 Wochen nach meiner Ankunft dort offiziell angestellt als Development Engineer for Radial Tires. Das war die Geschichte, wie ich hier gekommen bin und installiert bin. Damals waren aber die Bahai, die hier waren und waren an der ersten Stelle die Pioniere, die ursprünglich amerikanischen Pioniere, die nach Luxemburg kamen. Die erste Pionierin war Frau Honor Kempten, die 1948 oder 47 hier hingekommen war. Dann war Ned Blackmer, dann war auch Harald South und Jean South. Wie war das wie Bahai-Zentrum war in Avenue Maréchal Foch. Avenue Maréchal Foch Nummer 3. Eine Etage, die zweite Etage. Und Rez-de-Chaussee hatte Suzette Hipp für ihre Praxis. Für ihre Pediküre. Ja. Suzette Hipp war ja als allererste Bahai, ne? Die durch Anne M. bekämpft und kennt. Luxemburger Bahai. Ja. Da waren 3 Luxemburger Bahai, die praktisch gleichzeitig Bahai geworden sind. Das war Suzette Hipp, dann Claude Levy und Pierre Brown. Also wenn ich so ein Pionier, das heißt Pionier sind ja die, die etwas machen, weil die anderen noch nicht gemacht haben. Und sie, die sind an ein Land gekommen, die mit einem Ideal. Was war das Ideal, den ich hineingetrieben habe? Ich hole nun also Anne Kempten aus der Nachkriegszeit hineingekommen. Und das war die Zeit, wo Leute auch offen waren für die Message von der Bahá'í-Religion, weil Weltfrieden ist. Ne? Und war ja eine Nachkriegszeit und Leute wollten auch für Frieden sich aussetzen. Und das war auch ja, die Idee von der ganzen Sache. Und die waren Leute von verschiedenen Horizonten, die hier hinkommen, sind so wie in anderen Ländern. Es waren Amerikaner da, es waren Perser da. Also Pionier, wie du richtig gesagt hast, nennt man jemanden, der in eine Sache neu etwas anfängt und verbreitet. Oder, aber Pionier im Begriff, der in der Bahá'í-Sinne, sind Leute, die ihr Land oder ihren Ort verlassen und in einen anderen Ort oder ein anderes Land ziehen, um gerade den Bahá'í-Glauben zu propagieren. Deswegen, wenn wir von Bahá'í-Pionieren sprechen, das sind Leute, die aus ihrem Land gekommen waren, hier nach Luxemburg speziell, um der Bahá'í-Sache zu helfen. Und die Luxemburger Bahá'í, die schon etwas seit älterer Zeit, seit Anfang an Bahá'í geworden waren, dann laufend sind Luxemburger der Bahá'í-Gemeinschaft eingetreten. Das waren Alex Schoß und Berti, Berti
Bontemps, Anita Bontemps und Bob Bontemps. Erich Bontemps war ganz klein damals noch. Was war zu Lützburg anders, das par rapport zu den Ländern, die du schon kommt hast? Punkto Gesellschaft und noch ein Punkto bei Aktivitäten vielleicht. Punkto Gesellschaft kann ich nicht viel sagen, ob das viel anders war. Aber die Bahai-Gemeinschaft war ziemlich neu und wir hatten eigentlich Vertiefung, sogenannte Vertiefungsklassen. Da waren viele Aktivitäten an sich, die, obwohl das Bahai-Zentrum in Rümerschwanfeusch ziemlich klein war, das war ein kleines Appartement, aber trotzdem waren immer viele Versammlungen. Für Jugendliche, für allgemeine Versammlungen. Und hat man Feste gefeiert, Leute, die interessiert waren, eingeladen und dabei waren. Und ja, ich kann mich erinnern, den Alex und Berti Schoß mit Bontemps, die waren wie die Leute, die an sich dort zuerst in diesem Zentrum gekommen sind, in den Versammlungen, und dann wurden sie, haben sie Bahai akzeptiert. Lo, kannst du schon nein, die Frage stellen, vielleicht hast du noch einmal keine andere Antwort zu geben. Was war du neu hier in Europa für dich? Ja, an sich, für mich, letzte Woche waren viel freundlicher mit den Ausländern als die anderen Nachbarsländer. In Deutschland hat man sich schon fremd gefühlt. In Frankreich weiß ich nicht, war ich nicht, aber in Frankreich meine ich heute noch, gibt es dieses Nuance von Étranger und Français. Gut, das hast du dich halt gut empfangen gefühlt, heute zuletzt. Ja, ganz speziell, weil wir die ganze Zeit mit den Bahai zusammen waren. Und denn unter den Bahai waren wir natürlich alle sehr freundlich miteinander und freundschaftlich sind wir zusammengekommen und Pläne gemacht und so weiter. Wunderbar, lo, vielleicht in Teil über die berufliche Erfahrung, wie ihr seht, wie das gegangen ist, weil wir wissen ja viel von der Pistachefabrik und so weiter, wir haben von Goodyear geschwärmt am Anfang. Wie aus der Weg von Goodyear Pneuen bis bei Pistache kommen? Ja, also wie gesagt, Goodyear hat mich ziemlich sehr engagiert und das war natürlich Reifen bauen. Ich bin engagiert worden als Entwicklungsingenieur für Radialreifen. Das waren verschiedene Abteilungen, Passenger und Track. Und ich war in der Abteilung von Radialreifen für LKWs. Und damals war es so, dass Michelin war die einzige, die erste und die einzige Reifenproduzentfirma, die Radialreifen produziert hat. Und die Radialreifen haben 3 bis 4 Mal so viel Kilometer geleistet wie die normalen, was man konventionelle Konstruktion genannt hat. Das ist ein Unterschied in der Konstruktion von dem Reifen, da will ich nicht jetzt darauf eingehen. Jedenfalls diese Radialreifen waren sehr viel performant. Und nach ein paar Jahren habe ich habe ich ein Projekt gekriegt, Michelin Duplicate Program. Und ich sollte einen Reifen entwickeln, der ähnlich war
wie Michelin-Reifen. Gott sei Dank war der Erfolg da und die ersten Resultate im Laboratoire haben diese Reifen schon 3 bis 4 Mal Leistung gebracht, wie die normalen konventionellen Reifen. Und dann auch auf der Straße entsprechend 3 bis 4 Mal mehr Kilometer geleistet. Dann hat Goodyear natürlich, Goodyear Luxemburg war sehr froh darüber, hat viele Rapports geschrieben nach Akron, Ohio, wo die Headquarters von Goodyear waren. Und auch Vertreter von Reifen von überall Europa eingeladen, um denen diese neue Entwicklung zu präsentieren. Und war jedenfalls ein enormer Erfolg damals für Goodyear. Und okay, ich habe mir auch eine gewisse Ermutigung erwartet und ist nicht viel passiert. Nach ein paar Monaten habe ich mit meinem Chef, der war ein Amerikaner, habe ich mit ihm gesprochen, habe gesagt, mitunter habe ich gefragt, was sind meine Chancen bei der Goodyear? Der hat gesagt, ja, wir sind ein amerikanisches Unternehmen hier in Luxemburg. Die ganz großen Posten sind für die Amerikaner. Dann kommen die Luxemburger in Frage. Dann Leute aus Benelux. Ich muss sagen, in dieser Abteilung von, es hieß Goodyear Technical Center, diese Abteilung der Entwicklung von Goodyear Technical Center, haben 25 verschiedene Nationalitäten gearbeitet. Die meisten natürlich aus Europa und manche waren auch Außereuropäer dabei, so wie ich. Dann hat er gesagt, ja, dann kommen natürlich die, damals war die Sprache von EWG. EWG waren die 6 EG-Länder, die Privilegien hatten. Und dann vielleicht andere Europäer und vielleicht ganz zum Schluss wäre kommt ein Iraner in Frage für einen gehobenen Posten. Da habe ich natürlich meine Chancen gleich null ausgerechnet und habe mir gedacht, am besten musst du hier weg und woanders hin. Dann habe ich gedacht, am besten muss ich selbstständig arbeiten, damit ich nicht abhänge von diesen. Also in Iran waren die religiösen Vorurteile und hier waren nationale Vorurteile. Und dann habe ich mir gedacht, am besten würde ich gerne mit Pistazien arbeiten. Der Handel mit iranischen Teppichen damals war ein sehr lukratives Geschäft und haben viele Iraner damit gearbeitet. In Luxemburg waren auch mehrere Teppichgeschäfte von den Iranern. Jedenfalls dann wollte ich nicht ein Teppichhändler gehen wie die anderen. Und dachte, ich werde dann Pistazien in Europa einführen. Das waren damals wirklich Pistazien total unbekannt in Europa. Und mein Bruder war in Iran, Dr. Ahmad Rafi. Er war eigentlich derjenige, der unsere Plantagen verwaltet hat. Mein Vater hatte ja sehr große Plantagen kultiviert gehabt, aber dann hat er die alles liegen lassen und pionieren gegangen nach Marokko. Und dann mein Bruder hat die verwaltet. Er hat es auch ermutigt, dass ich sollte es versuchen.
dann habe ich probiert, im April 1972 habe ich 8 Tonnen Pistazien nach Luxemburg importiert und dann zuerst wollte ich an sich die in hohem Zustand verkaufen an Leute wie Balsen und andere Firmen, die solche Produkte hatten. Und wie ich sie denen vorgestellt habe, also am Anfang war es nicht so einfach, überhaupt einen Termin zu kriegen. Ich hatte die Firma Ireco, das ist die Abkürzung von Irano-European Company, damals gegründet. Die Ireco war ja total unbekannt, Abbas Rafi genauso unbekannt. Diejenigen, die aber einen Termin gegeben haben, habe ich denen vorgeschlagen, verkosten lassen und so weiter. Und die haben alle gesagt, das ist sehr gut, aber wie es um den Preis ging, also der Preis war sehr hoch relativ zu den anderen Produkten, und haben gesagt, also wir haben in Deutschland, ich habe auch viel in Deutsch, weil ich die deutschsprachig war, habe ich viel in deutschen Firmen korrespondiert. Wir haben immer alle das gleiche Sprichwort wiederholt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Sagt, ja, wenn wir kaufen, müssen nicht nur in Pistazien investieren, wir müssen auch in die Packung investieren. Das alles kostet Geld. Und die Leute, die dieses Produkt nicht kennen, die werden es nicht kaufen. Und wir werden keinen Erfolg haben. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache meine eigene Packung. Dann habe ich die eigene Packung noch entwickelt. Damals war der Herr Kabipur auch noch dazugekommen. Er hatte den Anteil von meinem Bruder in der Firma abgekauft und wir haben zusammen einige Jahre gearbeitet. Also Kaufhof war die allererste Firma, die mir einen Termin gegeben hat. Also die Geschichte war so, ich habe bei Kaufhof angerufen, habe der Telefonistin gesagt, ich möchte gerne mit dem Einkäufer sprechen. Sie hat gesagt, was wollen Sie, mit welchem Einkäufer, sagte sie. Ich sage, ja, gibt es verschiedene Einkäufer. Ich hatte keine Ahnung. Das war das erste Mal, dass ich im Handel etwas zu tun hatte. Sag ich, ja, es gibt sehr viele, es kommt darauf an, was Sie verkaufen. Ich habe gesagt, Pistazien, ja, was sind denn Pistazien? Dann habe ich erklären müssen, was Pistazien sind und schmecken sehr gut und sind eine Delikatesse und so weiter. Dann hat er gesagt, okay, ich versuche, sie weiter zu verbinden. Dann hat sie gesagt, ja, jetzt hat der Einkäufer keine Zeit, Sie müssen noch einmal anrufen. Ich habe gesagt, ja, wenn ich ein nächstes Mal anrufe, nach welchem Einkäufer soll ich fragen? Und der erste und sagte, ja, das Delikatessenabteilung. Delikatessenabteilung, ja. Okay. Dann habe ich einige Male angerufen, immer wieder, ich soll wieder anrufen und so. Und dann das allerletzte Mal habe ich mit ihm gesprochen. Also ich habe aber jetzt keine Zeit, rufen Sie mich in 10 Tagen nochmal an. Das war aber im Sommer, wir sind dann zusammen nach Italien gefahren an See und dann ist der 10. Tag gekommen, ich habe von Italien aus angerufen. Weil bestimmt kompliziert war. Ja, also du hast die Leute mal am Handy. Ja, war nicht so einfach natürlich, ja. Telefonieren von international von damals. Ja, und dann hat er mir einen Termin gegeben für 2 Tage später. Dann bin ich schnell mal Auto zurückgefahren. Ja, wir hatten einen kleinen Raum hier in Berlin,
gemietet gehabt von Franzens. Mhm. Und da waren die Pistazien drin. Ich hatte auch eine kleine Röster. Röster, das ist eine Kaffeeröster, was die Leute damals in den Geschäften benutzt haben. In den Geschäften haben sie Kaffee geröstet, damit sie mit dem Aroma die Leute anziehen, um Kaffee zu kaufen. Das war eine kleine Maschine mit 5 Kilo Kapazität. Hm. Oder 7 Kilo Kapazität. Und ja, okay. Dann bin ich schnell gekommen, habe ich frisch geröstet und eingepackt. Das war eine Vakuumpackung, die wir gemacht haben. Da musste man die Beutel mit der Hand ausfüllen und dann in die Vakuummaschine legen. Ich kann mich erinnern, ja. Mir und Heinz zu Gehölf. Ja. Du hast dem stahlenen ja. Dingens gemacht und du kommst bewusst. Ja. Ja, okay. Ja. Bin ich hingefahren, habe ihm eine Packung aufgemacht, angeboten zu kosten, verkosten und er hat viele Fragen gehabt, wie diese Bäume wachsen, ist das Sträuße, Bäume oder was ist das? Ich habe im Einzelnen alles erzählt und er hat währenddessen die Pistazien gegessen. Zugehört und unterdessen die Pistazien gegessen. Auf einmal hat er vor sich gesehen so einen Haufen Schale. Dann hat er auf den Tisch gehauen, Mensch, ich habe das alles gegessen, ist gut, ich nehme das. Ich hatte ihm angeboten, dass wir Degustationen machen würden in den Geschäften, weil die Leute das Produkt nicht kennen. Und das machen wir auf unsere eigenen Kosten. Die Muster, die wir liefern zur Degustation und so weiter, die sind alles auch auf unsere Kosten, also für sie keine Kosten. Und hat gesagt, alles in Ordnung. Dann hat er gefragt, ja, wie viel Pistazien haben Sie bis jetzt verkauft? Und ich hatte wirklich bis dahin, das war in der Zwischenzeit Oktober schon. Aber im April habe ich eingeführt, im Oktober hatte ich noch kein Kilo Pistazien verkauft. Ich habe gesagt, gar nichts. Was? Sie haben gar keine Pistazien verkauft bis jetzt und Sie möchten jetzt, dass ich in ganz Deutschland Ihr Produkt verkaufe? Das kommt gar nicht in Frage. Das können wir nicht machen. Ich habe ein bisschen überlegt, habe gesagt, ich mache Ihnen aber einen Vorschlag. Ich habe gesagt, einer von den Damen, die sollen Degustationen durchführen, soll nach Luxemburg kommen. Wir machen eine Degustation in einem Luxemburger Geschäft. Und wenn dort das Resultat gut ist und die Firma soll selbst ihren Bericht machen und ich mache auch den Bericht. Und wenn sie zufrieden sind, dann können sie machen. Sagte, ja, das ist das okay. Wir haben am Freitag und Samstag in Economa, war damals in Rote Straßburg, meine ich. Also wir haben in Freitag, Samstag 150 Beutel verkauft. 150? Ja. War an sich, was sehr guter Erfolg war. Das habe ich berichtet an Herrn Möller, hieß der Kauf auf Einkauf, Fritz Möller. Und die Firma hat auch seinen Bericht gemacht und dann hat er mir wieder einen Termin gegeben und hat einen Auftrag gegeben, um die Ware zu einem bestimmten Datum dann zu liefern nach Freschen und von Freschen aus, die wurden dann selbst verteilen. Da hat er gesagt, ja, jetzt können Sie das machen, aber ich nehme das Ganze, ich mache das Ganze mit der Bedingung, Sie müssen natürlich all die Bedingungen erfüllen, die Sie genannt haben, mit einer zusätzlichen Bedingung. Sag ich, ja, was ist das? Sagt er, wenn die Ware nicht verkauft wird, müssen Sie wieder zurücknehmen. Mhm. Und
ich habe auch keine Wahl gehabt, habe gesagt, okay. Und dann die Woche nach der Werbewoche habe ich angerufen, hat gesagt, ja, Sie haben ja die Verpflichtung übernommen oder vereinbart, dass die Ware wieder zurücknehmen, was nicht verkauft worden ist. Die Leute haben nicht viel verkauft und sie können die Ware wieder zurücknehmen. Und natürlich wieder liefen mir die Schwarztropfen runter. Da habe ich gesagt, okay, vereinbart ist vereinbart, ich komme abholen, wann und wie viel soll ich abholen? Sagt ja, rufen Sie nochmal in 10 Tagen an, bis wir alles gesammelt haben von den Geschäften nach Freschen und dann können Sie in Freschen abholen. Dann rufe ich an, nach 10 Tagen, Frau, sagt er, haben Sie etwas zu schreiben? Sagt natürlich, ich rufe ja an zu notieren, was Sie. Sagt er, ja, Sie können den Anschlussauftrag und aufschreiben. Ich habe nicht verstanden, was er meint mit Anschlussauftrag. Das war ganz ein Begriff, ganz neu für mich. Ich war ja in Geschäften ganz neu. Ich hatte keine Ahnung, was das alles heißt. Sagt er, ja, was heißt denn Anschlussauftrag? Sagt er, ja, Mensch, Sie kriegen einen neuen Auftrag. Ja, was ist denn geschehen in diesen 10 Tagen? Gesagt, unsere Leute, Angestellten, haben viel besser verkauft als die teuren Damen, die sie bezahlt haben. So hat es angefangen zu laufen. Danach eine gewisse Zeit, die haben gesehen, dass alles gut läuft. Damals hat Kaufhof eine eigene Marke gehabt, das hieß Elite. Elite. Und dann haben sie entschieden, auch Elite Pistazien zu machen. Eine Packung Elite Pistazien. Das haben sie auch eingeführt. Und das war natürlich eine Bombe, mit der ich sehr gut arbeiten konnte bei anderen Firmen. Dann haben dann andere langsam angefangen zu bestellen. Jedenfalls, der Anfang war nicht so einfach. Das hat. Was ich trotzdem interessant finde in dem Ding, ist, weil er hat ja gesagt, alles, was nicht verkauft wird, nehmen Sie zurück, ist, dass er selber nicht aufgegeben hat. Ja, als die Damen weg waren, hätten sie ja einfach einpacken können. Aber da haben die eigenen Angestellten. Die Geschäftsführer, einzelne Geschäftsführer haben nicht aufgegeben. Ja, und nach war es so, dass ich praktisch der einzige Pistazienlieferant in Europa war. Dann habe ich auch angefangen mit Frankreich und anderen Ländern und hat ganz enormen Erfolg gehabt. Wir haben dann später mit Aldi und großen Firmen angefangen. 2006 bin ich auch gewählt worden als Entrepreneur de l'année in Luxemburg. Das war natürlich wieder eine große Bombe. Mhm. Und hat dieser Titel selbst hat viel geholfen, um die Geschäfte weiter zu erweitern. Damals warst du 70. Ja. Das war ein schönes Geschenk. Ja, da sind auch Fotos noch in der Konferenzraum. Ja. Mit dem Jörg Krecke, Minister de l'Economie. Mhm. Und Klein war eigentlich der Bürgermeister von Steinsel. Der hat, für ihn war es auch ein Erfolg an sich. Mhm. Ja. Wenn du da so zurückguckst, was sind dann die Hauptmantren, könnte so? Ja, Leitmotiv am Ganzen für mich war während meinem ganzen Leben an sich
schon die Wahlreligion. Und ich habe immer mit allen Leuten, die ich, mit denen ich geschäftlich zu tun gehabt habe, habe ich auch von der Bahá'í-Religion gesprochen. Das war, oft haben Pariser und Afsaner aber auch im Geschäft, haben sie gesagt, ja, du sollst lieber von dem Geschäft sprechen und nicht von dem Bahá'í. Ich sage, ich mache beides. Jedenfalls, der größte Leitmotiv für mich war eigentlich die Bahá'í-Religion. Und die Ursache war darin, dass ich natürlich als ganz junger Mensch, damals war ich 16 Jahre alt, Shoghi Effendi getroffen habe, war, was mir einen ganz großen geistigen Impuls gegeben hat. Ich habe außerdem im Iran, in Rafsanjan, durch die Angriffe von den Feinden von der Bahá'í-Religion habe ich als Jugendliche von 12, 13 Jahren auch viel gelitten und auch erfahren, wie mein Vater an sich Widerstand geleistet hat. Thank you.